Bin ich gespannt. Also, Illidan durfte also kein Druide werden. Also, es war alles sein Schicksal. Alles, was bisher passiert ist, war alles sein Schicksal. Oder was auch noch passieren wird, ist alles vom Schicksal so gewollt. Aber das weiß man natürlich nicht. Denn ist auch besser so, ne? Weil ich meine, mal so gesagt, wenn man das wissen würde, wenn man wissen würde, was sein Schicksal ist, würde man denn dann noch so handeln oder würde man. Oder würde man um alles in der Welt versuchen, sein Schicksal zu ändern? Und wäre das dann auch noch Schicksal? Fragen über Fragen. Wird langsam kompliziert. Ich bin falsch. Da wollte ich nicht hin. Ich muss noch einmal weiter, denn ich würde jetzt gerne erstmal hier in Valcharar die Quest weitermachen. Denn das macht ja auch keinen Sinn, jetzt hier zurückzugehen in die nächste Quest von Illidans Vergangenheit weiterzumachen, wenn ich hier noch nicht mal weiter bin. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal weitermachen und bevor ich queste, stelle ich gleich mal auf Anholi um, um einfach mal zu schauen, wie es sich so anfühlt. Ich habe ja noch keine Ahnung. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich damit wirklich umgehen kann, aber das wird sich dann zeigen. Oh, gleich sind wir wieder da. Eine der Quests dürfte etwas schneller rumgehen, denn ich habe aufgrund einer Weltquest schon ein paar Gegner umbringen müssen. Aber die Quest ist natürlich noch nicht beendet. Von daher keine Sorge. Ihr bekommt hier von den Quests her die volle Kost, nur vielleicht in etwas verschnellerter Form. Legt es mal so rum. Okay, das sind diese hier. Da siehst du, 8 von 12 habe ich schon. Ich kann ja auch erstmal. Das wollte ich eigentlich nicht, die Ghoul-Armee beschwören, aber was soll's. Muss auf jeden Fall erstmal wieder reinkommen. Wie mache ich denn eigentlich? Unheiliger Schlag, körperlicher Schaden. Verursacht eine schwere Wunde aufbrechen lässt. Okay, alles klar. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Wo ist denn jetzt eigentlich drin? Was war das denn? Ach, das war Apokalypse. Oh, das war jetzt natürlich doof. Ich einfach irgendwas geklickt, was da halt möglich war, ne? Und habe dadurch natürlich Unsinn gedrückt. Okay, da muss ich auf jeden Fall mehr auf meine Gegner achten. Das wird interessant. Anholi ist sehr interessant, weil es ein bisschen komplexer ist als Frost. Überprüft die Maisfelder. Ja, Felder vor allem. Ihr seht hier die gefräßigen Vögel, die über meinem Gehöft kreisen. Diese widerlichen Viecher hinterlassen hier ihren Dreck und fressen meine Ernte auf. Ich würde sie gern selbst mit meiner Flinte vertreiben, aber meine Augen sind nicht mehr die besten. Nehmt diese Leuchtpistole und markiert sie damit für mich. Wenn ich sie einmal im Visier habe, werden sie ordentlich federn Bleibfalle lassen. nutzt die Leuchtpistole, um die Vögel zu markieren. Das sollte mir genug Zeit geben, sie vom Himmel zu pusten. Rettet den Mais. Der Sommermais ist reif und muss schleunigst geerntet werden. Ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, bevor die Nachtelfenräuber sich darüber hermachen. Wenn ihr ihn für mich ernten könnt, werde ich euch fürstlich belohnen mit 19 Gold. Na, vielen Dank. Die Stadtbewohner brauchen Lebensmittel und ich werde nächsten Winter auf keinen Fall wieder Ratten essen. Alles klar. Ich sammle mal das Zeug hier ein. Das Assassinen da hinten, die habe ich jetzt inzwischen alle, aber ich muss diese. Das sind die da, oder? Wieder die falsche Spell gemacht. Scheiße. Na egal. Ich muss mich halt noch dran gewöhnen. Das ist alles nicht so einfach. Wenn man neuen Speck auspackt, muss man immer erstmal gucken, wie es alles funktioniert. Krieg ich den von hier? Ja, sehr gut. Krieg ich den auch? Den habe ich. Gar kein Problem. Bam. Kopfschuss. Bam. Kopfschuss. Den habe ich. Gar kein Problem. Seems valid. Zwischen die Augen. Peng.
zwischen die Augen. Und den da noch. Das müssten alle so gewesen sein. Genau, okay, jetzt müssen wir noch einen Reis sammeln. Einer noch. Wo geht denn mein Modersabber hin? Moderspucker. Wo rennt denn der hin? Ah, der geht irgendwie mit dem Vogel spielen. Okay, ich verstehe. Okay, die beiden kann ich also schon abgeben. Wo kommt ihr denn her? Denen haben wir es gezeigt. Was, mein Guter? Glücklicherweise habe ich meine Adleraugen noch nicht im Stich gelassen. Ich danke euch, Todesritter. Der Mais erntet sich ja nicht von selbst. Sehr gut, diese Fässer werde ich sofort aufladen und in die Stadt bringen lassen. Ich danke euch, Wuschul. Damit können wir einige leere Becher füllen. Das freut mich sehr. Ich ziehe weiter, denn hier unten ist das Haus vom Bürgermeister. Wird es wahrscheinlich auch eine Quest geben, oder? Erstmal gibt es hier eine... Ach ne, da guck mal da. Muss ich sogar ins Haus rein. Gucken, was es hier unten so gibt. Ein Hund. Okay, so Ghouls beschwören mit Apokalypse sind schon geil. Und jetzt muss ich hier hoch, oder? Geht's hier irgendwo hoch? Oder war es das jetzt schon? Ich glaube nicht, oder? Ach, da! Penelope Heathrow. Es ist jetzt sicher. Komm bald zurück. Ich war ganz allein und hatte solche Angst. Aber jetzt kenne ich eine Abkürzung, die zur Stadt führt. Echt? Welche? Die kenne ich noch nicht wiederum. Könnte sie uns ja auch zeigen, ne? Okay. Da hinten ist die letzte Ort, an dem wir noch müssen. Zumindest für diese Quest. Irgendwie klar, dass ich den auch mitnehme. Das wollte ich alles nicht. Scheiße. Durch den Gargoyle beschworen und die... Ah, das war natürlich jetzt Overkill für diesen einen Gegner. Egal. Ich hau einfach alles raus, was geht. Scheiß drauf. Alles rausgehauen, was ich habe. Vor einen Gegner. Naja, was soll's. Vater Radcliffe. Was habt ihr zu erzählen? Es hat sich ausgekrächzt. Papa hat dieses Dorf geliebt. Er wollte nie von hier fortgehen. Nicht einmal in diesen schlimmen Zeiten. Bevor er starb, sagte er mir, was ihn angegriffen hat. Ein monströser Falke namens Rotschnabel. Woher wusste er den Namen vom Falken, bitte? Ihr kämpft doch gegen diese Untoten, oder? Würdet ihr meinen Vater rächen? Wenn ja, dann findet ihr die Bestie nordwestlich von hier. Sie fliegt entlang unserer Westroute zum Meer auf und ab. Hier gibt's frittierte Muskime. Genug der Plauderei für heute. Da ist er ja schon, Rotschnabel. Du verrottender Schnabel. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Die Fläche muss ich jetzt nicht unbedingt reingehen. Ich hab noch nicht ganz raus, ob das alles so richtig ist, was ich hier mache. Wahrscheinlich spiele ich den Anhöhlika gerade so extrem falsch. Falscher geht's gar nicht, aber ich bin ja auch noch am Üben. Der spielt sich halt komplett anders. Man muss halt auf viel mehr achten, ja. Beim Froster haust du einfach alles raus, was du hast, also im Grunde genommen. Natürlich hast du auch Cooldowns, die du setzen musst und an die du denken musst, aber so im Grunde genommen.
kann auch gleich wieder den, Dingens machen. Den Soul Eater, den ich jetzt. Jetzt müsste ich eigentlich hier mein komisches Strike machen. Das ist ja überhaupt nicht gelohnt. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, weil ich einfach keinen. Weil ich keine Rune hatte, verdammte Hacke. Dann unterbreche ich den auch eigentlich nicht. Was soll denn die Scheiße? So, weg ist er. Hm. 60 Artefakte macht immerhin rund 100 Ordensressourcen. Besser als nichts. So, hier im Haus ist hier eine. Da ist eine. Eine Kiste. Ordensressourcen auch nochmal, ich glaube, ne? Artefakt macht, genau. Und so, und jetzt kann ich eigentlich, also erstmal zurück natürlich zum Vater Radcliffe. Und dann zurück in die Stadt. Und vielleicht sind sie mir jetzt in der Stadt etwas freundlicher gesonnen und wollen uns nicht mehr alle erschießen, denn wir haben ihnen ja jetzt schließlich geholfen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Papa sagte immer, er würde diesen Ort nur auf einer Bahre verlassen. Ich wünschte, er hätte nicht recht behalten. Dankeschön, das ist ganz schön grausig, was? Ich glaube, ich hänge den über der Tür auf. Und den hier könnt ihr auch haben. Fisch, frisch gefangener Moskimbarsch war Paps Lieblingsfisch. Ich brauche beides nicht, das gibt mir Geld, deswegen nehme ich das. Dankeschön. Cecily Radcliffe und jetzt ab und zurück nach Bradenbach zum Dr. Werwolf-Mensch. Mal gucken, was der noch so zu erzählen hat. Lasst euch mal ansehen. Ich bin zu Hause. Dieser Held hat mich gerettet. Penelope, zum Glück bist du wohlauf. Ich hatte solche Sorge. Tut mir leid, dass ich so argwöhnisch war. Schattensang, ich habe mich in euch getäuscht. Senkt alle eure Waffen. Wir sind aufgrund der Angriffe ich für das etwas meiner Tochter. Alles angespannt. Euch hier willkommen. Ich bin euch beiden sehr dankbar. Dank euch ist die Situation jetzt unter Kontrolle. Wir müssen noch viel Wiederaufarbeit leisten, aber wir werden überleben. Das ist sehr schön. Haltet die Augen offen. Das ist natürlich wirklich sehr schön. Meine Klinge ist bereit. Krieg der Nacht, sehr gut. Diese unschuldigen Dorfbewohner haben nichts getan. Dass diese Angriffe rechtfertigen würde. Es war gut von euch, ihnen zu helfen. Ich nur Allah. Das hoffe ich aber auch. Jarots Mission. Seit Majev Gul'dan im Verlies der Wächterin nachgestürmt ist, haben ihre Schwestern unter den Wächterinnen sie überall gesucht. Da uns nur wenige Wächterinnen verblieben sind, habe auch ich mich der Suche freiwillig angeschlossen. Ich hoffe, ich finde in der Rabenwehr Hinweise auf ihren Verbleib. Diese Festung wird gut bewacht. Ich werde Hilfe brauchen, um dort einzudringen. Helft mir, sie zu finden, und ich werde euch großzügig entlohnen. Sprecht mit Jarod Schattensang beim Mausoleum des Hauses Rabenkrone. Wo ist denn das Mausoleum? Hallo? Ist das jetzt, Valshara? Hier, da Valshara. Ach, da unten. Da. Ach nee, das ist was anderes. Das ist was anderes. Warte. Beim Mausoleum des Hauses Rabenkrone. Wo ist denn das Mausoleum? Ich sehe das nicht. Kann ich mit dem vielleicht mitgehen? Ach, ich kann. Ach so, ich kann mit dem. Okay, gut. Mut, ich war mir. Ich habe das irgendwie voll. Ich bin bereits im Aufbruch. Das Wolf verpasst. Wie diese Netten hier einfach mitreisen. Die sind so hübsch und so schön. Das ist so toll, dass die mitreisen. Ich liebe sie hier auf jeden Fall. Ab zum Mausoleum, mal schauen, was hier so abgeht.
Okay, der Säbler hat... Also Katzen haben ja Angst vor Wasser, das hat man hier jetzt wieder gemerkt. Da müssten die Quests hier aber auch bald vorbei sein, muss ich sagen. Also... Ich meine, hier ist jetzt nicht mehr so viel. Guck mal, das ist ein DK. Hier ist jetzt nicht mehr so viel. Und hier unten die Quests, da müssen wir mal schauen, was die hier so alles haben wollen. Da habe ich auch schon ein bisschen was gemacht, aufgrund der Weltquests. So, also mal gucken. Yarod, Schattensang. Wie ich befürchtet hatte, Lord Rabenkrones Gebeine sind fort. Ja, natürlich, der steht ja auch in der Rabenwacht. Wie wurdet ihr von eurer Schwester getrennt? Majav und ich wählten sehr unterschiedliche Lebenswege. Kurz nachdem die Legion das erste Mal aus Azeroth vertrieben wurde, widmete sie ihr Leben dem Streben nach Gerechtigkeit. Manche würden meinen, sie ist in diesem Streben bisweilen zu weit gegangen. Was hat sie getan? In der Hoffnung, unsere Bande mit der Allianz zu durchtrennen, tötete sie Unschuldige. Und dennoch konnte ich es nicht über mich bringen, sie zu töten. Erst dachte ich, dass ich zu schwach war, dass Liebe mir die Fähigkeit genommen hatte, zu tun, was notwendig war. Warum versuchte dann, sie zu retten? Ich kenne meine Schwester. Solche Verbrechen hätte sie nie begangen, ohne unter einem finsteren Einfluss zu stehen. Trotzdem ging ich einfach vom Schlimmsten aus, ohne weiter nachzuforschen. Ich habe als Bruder versagt, doch es ist noch Zeit, die Dinge richtig zu stellen. Ich werde euch helfen, Maya zu finden. Ja, Rotz Mission. Was will die Legion von Rabenkrone? Er ist tot und wurde schon vor 10.000 Jahren beerdigt. Erfolg Vorschrift bei Adenbach, yay. Kurtal aus Rabenkrone. Lord Rabenkrone war ein furchtloser Anführer, ein gestandener Befehlshaber, ein aufrichtiger und ehrenvoller Mann und ein Lehrmeister und Beschützer seines Volkes. Malfurion, Illidan, Tyrande und ich. Wir waren noch jung, als er uns half, unser Schicksal in die Hände zu nehmen. Viele Legenden ranken sich um das Siegel seines Hauses. Lasst euren Blick für einen Moment auf dem Siegel über seiner ehemaligen Ruhestätte verweilen. Danach werde ich euch mehr über sein Vermächtnis erzählen. Guter Lord Rabenkrone starb vor langer Zeit, doch ich werde ihn immer als Mentor verstehen. Als der Krieg der Ahnen begann, erlitten wir hohe Verluste. Unsere Städte brannten. Lord Rabenkrone rettete unser Volk und unsere Welt vor der Vernichtung. Bin mir gerade bei den Augenbrauen nicht sicher, aber... Sein Tod traf uns alle schwer. Wir stehen so tief in seiner Schuld. War's das? Das war's, okay. Wir beschützen unsere Lieben. Die angreifenden Geister haben von ihrem Herrn und Meister gesprochen. Ich fürchte, dass die Legion Rabenkrone wiedererweckt hat, damit er ihr dient. Welcher Preis für eine solche schändliche Tat bezahlt wurde, vermag ich nicht zu sagen. Auf Majevs Spur. Das Festung... Okay, das war interessant. Das Festungsgelände liegt gleich davor. Das Gebiet ist recht weitläufig. Aber wenn wir uns aufteilen, sollten wir das hinbekommen. Sucht ihr die Kerkerzellen, die Schmiede und den Wachturm nach Anzeichen von Majev ab. Ich werde die oberen Wälle absuchen und treffe euch dann auf der anderen Seite der Festung. Dient immer treu, mein Freund. Die Rabenwehr ist nicht mehr so, wie ich sie einst kannte. Mit ihren eingefallenen Mauern ist sie nur noch ein Schatten ruhmreicher Zeiten. Wenn Lord Rabenkrone zurückgekehrt ist, dann werden ihn sicher seine früheren Offiziere begleiten. Kester Weitsucher, der Hauptmann der Wache. Trelan Schildbrecher, ein Streitkolbenmeister ohnegleichen. Stalis Starkbogen, die Pfeile mit verbundenen Augen spalten konnte. Wenn wir in den Turm selbst eindringen wollen, müssen sie zuvor eliminiert werden. Alles klar, nichtsdestotrotz, ich bringe sie alle um. Tschüss. Das sollte jetzt wirklich kein Problem sein, aber wir können auch erstmal den Typ da vorne machen. Tirissa. Ist es überhaupt ein Typ oder eine Typie? Eine Typin? Ich bin mir unsicher.
stand doch eben hier, oder? Oder war das... Ach, das war da vorne, ne? Na gut, egal. Beschwören und Gutes. Ah. So, Banshee. Desorientiert, super. Ich muss auch mehr dran denken, meine Krankheit drauf zu machen. Dann mache ich nämlich nicht genug Schaden. Das kann ich zum Glück unterbrechen. Cool, das war ja relativ einfach. Wir hatten aber auch Hilfe, oder? Ja, da war noch Hilfe dabei. Okay, gut. Den brauche ich nicht. Trell-Mondklinge. Dann lasse ich den auch erstmal stehen. Wir müssen ja auch nicht wirklich alles umbringen. Muss ich die hier? Die muss ich nicht killen, ne? Du triffst immer. Das ist natürlich sehr schön. Tod allen Eindringlingen! Ich muss näher hin. Okay. So, ich muss ja gerade mal mich ein bisschen konzentrieren. Das ist, ist alles so neu. Beim Anholidika. Ich bin das gar nicht gewöhnt. Vergib mir, Lord Rabenkrone. Ich habe euch enttäuscht. Er ist hier sicher nicht böse. Welch grausamer Tod. Aber keine Spur von Maya. Ob wir Maya wiederfinden werden? Ich weiß ja nicht. So, Kester, komm mal raus da. Ihr werdet hier nicht lebend rauskommen. Kein Dämon. Und ich hab's ja wohl schon mitbekommen. Dass so ziemlich alle hier denken, wir wären Dämonen. Aber ich bin keiner, da kann ich dich über beruhigen. Überzeugen, würde ich dann sagen. Wenn ihr die Wächterin sucht, kommt ihr zu spät. Wenn ihr die Wächterin sucht, kommt ihr zu spät. Ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Deswegen will ich auch dich jetzt umbringen. Du quasi der Einzige bist, den ich noch haben kann. Irgendjemand muss ich ja killen, kann ja nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Was soll meine Frau sagen? Ich kann es nicht angreifen. Warnen. Ja, warnen mal die anderen. Viel Spaß dabei. So, hier drin ist Sternauges Befehle, der Wachturm. Trotz unseres stundenlangen Verhörs leistet die Wächterin noch immer erbitterten Widerstand. Bezieht sich das vielleicht auf Maiev? Doch, wen ich sonst? Werde euer Blut von meiner Klinge werden, wie das der anderen. Also entschuldigen bitte, aber ganz ehrlich, wir suchen Maiev, wir wissen, dass sie hier war, und er spricht von der Wächterin. Lord Rabenkrone ist ungebrochen. Wer soll es denn sonst sein? Denk doch bitte mal logisch. Könnte das unter gewissen Umständen auf Maiev bezogen sein? Nein, glaube ich nicht. Variant der Kaldorei. Ja, da. Der Schildbrecher. Vielleicht auch einfach mal was essen sollen. Boah, mein Leben geht ja jetzt wieder. Wieder keine Krankheit gesetzt. Ach du Scheiße. Das habe ich gemerkt. Schon wieder keine Krankheit gesetzt. Das ist doch scheiße, ey. Das ist Maievs Waffe. Sie war hier. Krieger! Ihr habt eure Klingen dem Geschlecht Rabenkrone verschworen. Ich treffe immer. Heute müsst ihr sie einsetzen. Wo ist er?
sehe nicht. Niemals Lord Ravenkrones Turm erreichen. Doch, doch, das schaffe ich. Voll easy. Grüße, Soldat. Gute Arbeit, Wuscholl. Zweifellos haben sie Maiev bereits in die Kerkerzellen unterhalb des Turms gebracht. Immer treu, mein Freund. Ich danke euch, Wuscholl. Mögen ihre Geister in Frieden ruhen. Araxas, er hat den Hauptschlüssel. Kerker der Rabenwehr. Ich bin nicht den ganzen Weg hergekommen, um sie im letzten Moment noch zu verlieren. Maiev muss sich in den Kerkerzellen unterhalb der Rabenwehr befinden. Ich habe mich da oben umgesehen. Der Kerkereingang wird von einem furchterregenden Kerkermeister bewacht. Ich werde mich vorbeischleichen und die Wache im Inneren ausschalten. Besiegt ihr Araxas, nehmt ihm die Schlüssel ab und trefft mich dann drinnen. Folgt mir hinauf zum Festungswall. Ach, ich muss von hier auf, okay. Es war klar, dass er in die andere Richtung geht. Das war so klar. Als hätte ich es nicht erahnt und gewusst und mir sowieso gedacht, dass er immer in eine andere Richtung geht. Ich schalte die Wachen im Kerker aus. Besorgt die Schlüssel und trefft mich bei den Zellen. Ja, kein Ding. Lass mich alleine hier. Was soll's? Meine Treue zu Lord Rabenkrone ist ungebrochen. Das ist schön für dich. Ich hole mir da hinten erstmal die Kiste. Und später vergesse ich es eh wieder. Was ist denn das eigentlich nochmal? Ach, so ein Geißelstoß, mehr Schaden. Oder so. Da ist die Kiste. Easy. Hier drin ist auch hier, tötet Gegner in der Arena der Rabenwehr. Da gibt es Ressourcen für. Das können wir auch gleich mal machen, wenn wir schon hier sind. Ich gewinne euch schnell tot. Ich hätte mir die Krankheit jetzt auch noch sparen können. Ihr werdet in einer Zelle verrotten, wie die anderen. Das glaube ich jetzt nicht, aber danke für das Angebot. Endlich finde ich Ruhe. Es ist auch schön, dass die erleichtert sind, wenn sie sterben. Das macht es einfacher, sie umzubringen. Ich meine, die können ja alle nichts dafür. Die wollen das ja auch alle gar nicht. Die werden ja beeinflusst, wurden zurückgeholt von der Legion. Ich weiß gar nicht, wie es hier passiert ist. Ja, okay, ist okay. Das war ein Crit. Jetzt bist du dran, Araxas, du Elendiger. Noch ein Gefangener für meine Zellen. Ja, noch ein Gefangener, genau. Da einfach mal alles, was geht. Ist alles kein Problem für mich. Das ging schnell. So, hier gibt es da nochmal eine Truhe irgendwo. Wahrscheinlich hier drinnen. Oder auch nicht. Hä? Wo ist die denn, die Truhe? Ist die jetzt oben oder ist die unten oder ist die hier draußen oder... Hallo? Ich finde die Truhe nicht. Okay, egal. Ich gehe mal wieder runter. Vielleicht ist sie auch unten irgendwo. Ich bezweifle es zwar, aber egal. Bei der... doch, da ganz unten könnte sie sogar noch sein. Falls es hier unten noch was gibt, was man einsammeln kann. Die sind zum Glück noch alle tot. Das heißt, den Weg kann ich hier noch weiterlaufen, ohne attackieren zu müssen. Das geht ein bisschen schneller. So, da. Okay, oh Gott. Adun Seelenklinge. Ein. Alles geopfert. Das Gesicht des Gefangenen Illidari ist totenbleich. Ich brach aus und floh. Ich
hat es fast geschafft. Bitte rettet meine Gefährten. Wir uns nicht wiedersehen. Ich verstirb's nicht. Habt ihr die Schlüssel? Gut, mit diesen Schlüsseln sollten wir alle Kerkerzellen aufsperren können. Majev muss irgendwo in diesem Kerker sein. Auf dem Weg hierher fand ich ihre abgestreifte Rüstung. Wir sollten uns aufteilen, um die Zellen schneller abzusuchen. Wir müssen sie finden. Gute Reise. Azarok darf nicht fallen. Freiheit für die Illidari. Der Dämonenjäger der Illidari blutet aus mehreren grässlichen Munden. Offensichtlich ist er hier zum Sterben zurückgelassen worden. Im Gefängnis sind noch drei meiner Kameraden. Wir sind auf unserer Patrouille hier in einen Hinterhalt geraten. Für mich besteht keine Hoffnung mehr. Aber bitte rettet die anderen. Befreit Sirius, Schwarzschwinge, Cassiel, Nachtdorn und Asha Raven. Ich werde den Gefangenen hier in seinen letzten Momenten beistehen. Geht vor und sucht Mai. Alles klar. Ich gehe mal vor und suche Mai. So, ich gehe erstmal hier längs. Könnte das sogar schon Majev sein? Das könnte sogar schon Majev sein. Auch kein Problem. So. Soll ich jetzt noch ein paar Ghoul? Wenn ihr die Wächterin sucht, kommt ihr zu spät. Die ist doch da. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Majas Gesicht ist blutend erlaufen. Ihre Lippen sind aufgeplatzt und ihr Körper ist mit Narben übersät. Sie sieht mager und erschöpft aus. Aber ihre Bewegungen sind immer noch kraftvoll. Wochenlang haben sie versucht, mich zu brechen, diese Amateure. Ich habe geschwiegen, die Minuten gezählt, ihre Schritte geschätzt und den Stimmen außerhalb meiner Zelle gelauscht. Ich habe auf meine Chance gewartet, um meinen Peinigern zu entkommen und mich zu rächen. Und jetzt bringt ihr mir meine Rüstung und mein Schwert. Ich werde meine Rettung mit einem Blutvergießen feiern. Ihr habt meine Rüstung und Lewe mitgebracht. Ich danke euch. An diesem Ort hätte ich keine Rettung erwartet. Wo ist mein Bruder? Der ist irgendwo unterwegs hier. Die brennende Legion wird fallen. Leutnant des Turms. All eure Vermutungen waren korrekt. Gul'dan hat Lord Rabenkrone und seine geisterhafte Armee aus dem Grab erweckt. Jetzt dienen sie der Legion und bewachen die Geheimnisse des Turms. Während Rabenkrone von oben das Kommando führt, hat Leutnant Destel Sternauge die Aufsicht über den Kerker. Er hat mich die letzten Monde über gefoltert, aber ich blieb unbeugsam. Majev lässt einen Finger über ihre geschwungene Klinge gleiten. Sein Leben muss enden. Immer wach. Alles klar. Kleiner Bruder, ihr kommt wegen mir, obwohl ich versucht habe, euch zu töten. Das spielt keine Rolle. Ich habe gehört, was im Verlies der Wächterinnen vorgefallen ist. Als wäre mein Haar nicht schon grau genug. Warum habt ihr Gul'dan allein verfolgt? Elun sei Dank, dass ihr noch lebt. Ganz genau, Bruder. Wir haben größere Sorgen. Gehen wir. Sternauge muss sich jetzt verantworten. Das wäre echt nicht schon grau genug. Das finde ich irgendwie cool. Hallo, Hallöle, Asha. Wir haben einen gefährlichen Schreckenslord verfolgt. Leider hat er uns geradewegs in die Falle gelockt. Arduin hat mich geschickt. Ihr seid frei. Es tut mir leid zu hören, dass Arduin es nicht geschafft hat. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Dämonen dass die Dämonen für seinen Tod büßen. Fürst Illidan kennt den Weg. Der Dämonenjäger ist totenbleich. Er zittert unkontrolliert. Entschuldigt bitte. Mein Blut, es brennt.
die Teufelsmacht! Ich kann sie nicht beherrschen! Ah! Oh. Er ist durch, durch die Qualen, die ihm angetan wurden, konnte er wohl seine Macht nicht mehr zügeln und ist zu einem, ja, hat halt die, also die Dämonenmacht hat Überhand gegriffen über seinen Körper. Die Dämonen kontrollieren die Rabenwehr. Ihr müsst sie stoppen. Ja, das haben wir schon gemerkt. Aber trotzdem danke, dass du es nochmal gesagt hast. Während deinem Tod quasi. Das letzte Wort, das er noch rausbringen konnte. Waren Informationen, die wir schon kennen, aber das ist nicht weiter schlimm. So. Da haben wir einige Stacks bekommen. Hier geht's jetzt ab. Mit 3 Gegnern macht's schon mehr Spaß. Ich hätte jetzt natürlich auch mal D&D machen können, aber das war jetzt, glaube ich, für die 2 Gegner da jetzt nicht so sinnvoll gewesen. Der Leichnam des Illidari ist kaum zu erkennen. Er wurde gefoltert und er lag anschließend seinen Wunden. Findet Frieden. Ja, einer hat es geschafft. Das ist schon traurig. Das ist schon wirklich sehr traurig. Nur einer der Illidari hat es rausgeschafft. Befehle ich die Wachen hier. Er muss für seine Verbrechen bezahlen. Von allen Invasoren säumen. Doch ihr werdet von meiner Hand fallen. Ihr habt ja, probier's halt mal. Ein weiterer sinnloser Tod, wenn ihr drauf besteht. Ihr wagt es, einen Adligen der Kalderei anzugreifen. Ihr werdet vergeblich um Gnade bitten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du bist im Plan drin. Ja, ich glaube, das weiß er auch, aber er ist zu blöd. Ich werde nicht vor euch Dämonen weichen. Rabenkron? Unmöglich. Und wir sind keine Dämonen. Erkennt ihr mich nicht? Es ist zwecklos, Bruder. Wie die anderen Untoten sieht auch er nur, was er sehen soll. Das ist eigentlich krass, dass die den so beeinflussen, dass er quasi denkt, wir sind Dämonen, obwohl er ja von Dämonen zurückgeholt wurde und für sie arbeitet. Wir werden obsiegen. Eine Tragödie. Das glaube ich nicht. Selbst im Tode wollte er nur unser Volk beschützen. Hier, dieser Kanal wird uns zurück ins Freie führen. Schnell, bevor unsere Feinde sich neu organisieren. Ja, erstmal raus hier. Auf der anderen Seite liegt das Fallgitters, seht ihr ein Netz von Tunneln, die zum Friedhof von Haus Rabenkrone führen. Verlasst den düster Pferch. Oh, rausgeschafft. Oh, hier riecht so wieder besser. Da drin war so stickig. Was habt ihr zu berichten? Leutnant des Turms. Lord Sternauge entstammt einer adligen Familie. Doch in Kriegsangelegenheiten konnte er es nie mit Rabenkrone oder meinem Bruder aufnehmen. Jetzt, wo er besiegt ist, könnten wir uns seinem Befehlshaber zuwenden. Das wird allerdings keine einfache Aufgabe. Wir müssen erst unsere Kraft sammeln, bevor wir uns Lord Rabenkrone selbst stellen können. Ja. Was nehmen wir das da? Eure Pflicht. Das glaube ich nicht. Lord Rabenkrone kann nicht für Gul'dan arbeiten. Champion, kehrt vorerst zu euren anderen Aufgaben zurück. Wir werden Lord Rabenkrone schon bald entgegentreten. Alles klar, wird gemacht. Sorgt mir gerade ein bisschen Artefakt macht. Das da geht noch und das. Habe ich noch was? Ich glaube, sonst habe ich nichts, ne? Okay, was kann ich denn hier eigentlich? Es ist ein blutiges, ne? Okay, gut, das habe ich jetzt eh nicht. Finsteres könnte ich noch gebrauchen. Ach stimmt, ich habe ja noch. Habe ich nicht noch. Ascharabenhof. Was habt ihr aufgegeben? Die anderen Illidari haben es nicht geschafft. Ich aber verdanke euch mein Leben. Eins habe ich während meiner Zeit im Gefängnis gelernt.
Die Dämonen in Rabenwehr müssen sterben. Denk immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion.